Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Gut. So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Und jetzt kommt sein wir von The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock drauf habt. Ja, wir sind immer noch auf dem Universitätsgelände. Haben uns hier ja im letzten Video den Weg zu diesem Gebäude durchgeschlagen. Mussten dann noch an ein paar Klickern vorbei. Und einem Blooper, oder wie heißt? Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Wir sind jetzt schlussendlich an diesem Gebäude angekommen, in dem eigentlich Fireflies chillen sollten. Ja. Ist ja fast so. Gut. Dann werden wir uns hier weiter mal umsehen. Gucken, ob hier noch irgendwelche Leute chillen. Sieht aber stark nicht danach aus. Boah, oh, 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 oh. Okay, dann gehen wir sofort rein. Ich muss, glaube ich, eh sogar raus. Hat da nicht noch irgendwas geblinkt gerade? Enttäuscht. Oh, ein Rekorder. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst doch verrückt. Hier liegen über Steine, heißt hier muss gleich irgendjemand kommen oder irgendwas. Flaschen. Ausrüstung. Oh. Aber nichts, was mir großartig weiterhilft. Ich weiß nicht, warum Joel mal stehen bleibt. Auch nix. Ah, okay, deswegen. Teile! Sehr schön. So, mal gucken, wo geht's weiter hier. Unseren super Gespürsinn mal einsetzen und nutzen. Stein, ja, okay. Es fragt sich, wo sie hin sind. Jedenfalls keine Sau hier. Oder das Dusche. Sieht alle sehr verlassen aus hier. Okay. Licht brennt hier auf jeden Fall noch. Das heißt, Strom läuft noch oder ein Generator muss noch rennen. Immerhin keine Klicker.
Firefly ist auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Das wäre todeswitzig. Was finden? Ein Röntgen eines Klickers. Damals, wie eklig das ist, ey. Wenn einfach mal so ein Ding am Kopf wächst. Ciao, Alter. Ja gut, im wahrsten Sinne des Wortes ist das wirklich immer ein Ciao, aber... was das für ein Gefühl sein muss. Aber kriegst du, glaube ich, eh nicht mehr viel von mit. Aber ich glaube, wie lange dauert das? 3 Tage? Bis sich einer infiziert? Aber komischerweise ging das bei diesem einen Sohnemann, beziehungsweise einem bei dem jüngeren Bruder, ich weiß kein Henry oder so, ging das ja innerhalb von einem Tag. Sadie Pearl Hickman. Okay. Alle verbeult, verbogen, kaputt, verrostet. Über dem Experiment an Tieren vorgeführt. Bauteile! Ist das einfach ein Wasserboiler? Dachte schon. Klappt nicht. Kann ich auf Ellie zielen. Im Prinzip brauche ich nur Bauteile. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Nein. Was sind das für Typen? Stimme von Kratos. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ein Schädelbasisbruch. Hat er sich eine Kugel gegeben? Glaube ich nicht, dann wäre hier blöd. Blut. Aber ein Headshot wäre komisch. Der hat mit dem Gegenschlag an die Birne gekriegt. Kratos, dass der nochmal sterben wird. Noch eins. Vier Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Ich kann ihn sogar werfen. Aber konnte man nicht hier mal Schalldämpfer bauen? Oder war das bei einem anderen Spiel?
Hässliches Arschloch. Du musst sagen, ich wollte gerade abdrücken, Alter. Abdeckung, ich geh ran. Keine Munition, Assi. Ja, so dämlicher Hunter, Alter. Ich schieße die alle über den Haufen, ist mir egal. Der erste war nur ein Warnschuss. Die haben schon die Fresse weggeballert. Boah, jetzt bin ich nicht gerade ausgelaufen. Von dem bin ich noch gekommen. wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Da muss ich hin.
Wer hat den jetzt erledigt? Ich hab's ja nur im Bauch geschossen. Okay. Bauchschuss. Boah, Alter. Jetzt hab ich gerade nicht aufgepasst, ey. Ganz schön aufgetroffen hier, wa? Ich Arschloch! Los, Joel! Der Seite. Ellie! Du hast meine Freunde getötet, Arschloch! Na los, raus da! Machen wir's auf die harte Tour! Du Fernseh geht nicht aus. Oh Mann. Mist! Wir müssen dich hier rausschaffen. Ah. Ja. Ich bin okay. Das bist du nicht, John. Und jetzt komm. Ja, John. Ellie, Alter. Willst du erwarten? Mach schon. Hier ist keiner. Vielleicht wirst du einfacher, wenn du ihn unterstützt. Gib ihm doch mal eine Gehhilfe oder sowas. Du machst es gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest! Nein! Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch! Los, komm! Da war der Riesensaal. Da ist der Ausgang. Eingangshalle. Nur noch ein kleines Stück, komm! Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib sie ist bewaffnet! Vorsicht! Hey! Oh Mist! Oh Mist! Du kleine Ratte! Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen! Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Oh, es geht doch.
aufhalten. Oh, Scheiße! Ruhe! Einfach das Pferd. Kommst du hoch? Los! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Winter! Oh, da haben wir die berüchtigte Hasenszene wieder. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Ach, die Szene. Boah, da habe ich so ein immer so lange dran gebraucht. Wo bist du? Da ist er. Der Schnee sieht echt gut aus, oder? Da hinten, Alter. Das treffe ich doch nicht. Kante. Das war nicht hoch genug. Ja, ich habe nur gerade gesehen. Hab dich. Boom. Aber natürlich nur verletzt. Mist. Ich
Mist, er hat's gehört. Muss ich den zweimal treffen? Nicht gib acht, Ellie. Menno! Dafür, dass er verletzt ist, ist er noch ganz schön flink, wa? Da bist du ja. Verdammt! Hä, wo war der denn jetzt? Da oben. Der blutet sau stark und kann trotzdem nur so wegrennen. Meine Fresse, hier schon, bist du ganz schön tapfer, wa? Ganz schön hartnäckig. Mann, da hat der denn schon wieder, ey. Wie cool, der am Bluten ist, ey. Da ist er. Ah, pass auf, Ellie. Wie hat er mich denn jetzt schon wieder gehört? Wo siehst du den? Da hinten wieder. Zweimal muss ich den treffen. Hab dich! Mist, ist der schnell! Mist, ist der zäh. Wo ist er? Blutspuren sind weg. Tja. Ich bin ja gerade schon mal lang gerannt. So. Damit ich dem richtigen Boden folge. Ja.
Wieso lebst du noch? Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie ein altes Sägewerk. Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster! Okay. Der Schuss muss sitzen. Ich kenn das schon. Du hattest recht. Du kannst
kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Durch die Fenster. Mehr Infizierte auf dieser Seite. Das ist eine große Meute. Sie müssen dir gefolgt sein. Vielleicht sind sie um deinen Freund gefolgt. Spielt keine Rolle. Wir stecken darin. Okay. Weiter so, Kleine. Ohne Munition ist es schon hart scheiße, wa? Oh Gott, da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Gut so, Kleine! Oh, Junge! Meine Fresse! Oh Gott, da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Ja, mach genau weiter so. Vergiss es. Wir müssen hier raus. Okay, Kleine. Hier lang. Komm schon. Ich halte sie auf. Bewacht die Treppe. Komm mit. Hier durch. Okay. War hier noch nie. Oh, na toll. Da ist natürlich dann super gut. Mit drei Kugeln kommt es jetzt nicht wirklich viel weit. Hier lang. Ich folge dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay, folge mir und pass auf. Hey, Kleine, alles klar? Ist okay. Der Blicker, verschwinde da! Keine Ahnung, ob die jetzt nicht gemessert hat, aber okay. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ah,
Gut, seid aber Leute, sondern würde ich sagen, bin ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet. Jo, dann müssen wir mal gucken, dass wir an den dämlichen Klickern vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob ich schleichen werde oder die alle abmetzel. Eins von den beiden wird es auf jeden Fall sein. Mal gucken. Damit wir entspannt aus dieser dämlichen Situation rauskommen. Na gut, entspannt ist relativ, ne? Das wird noch richtig anstrengend. Und noch richtig nervenzerreißend. Aber gut, jeder, der das Spiel kennt, weiß, was passiert. Jeder, der es nicht kennt, seid gespannt. Es wird auf jeden Fall noch echt aufreibend. Jo, mal gucken, was mit Joel passiert. Ob der überlebt oder nicht, aber muss ja. Teil 2. Deswegen, alles noch super entspannto, spannend. Super entspannt, spannend, ja, ja. Ja, wenn ihr Bock habt, dann seid gerne beim nächsten Mal mit dabei. Würde ich ganz geil, würde mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Tag, bis dahin und tschüss.